Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich präsentiere euch heute für den YouTube Side Story Kanal, also ja, den True Farming 2 Side Story Kanal, die Geschichte Sebastian Rotwils, kennt ihr ja. Ja, wie ihr seht, hat sich ja einiges getan. Der Bau war fleißig, wir haben ja schon eine Schotterplane bekommen, ein Fahrzeug von uns steht noch. Man muss dazu sagen, wir haben gerade das Problem, dass das Safe Game uns das Problem macht, deswegen stehen ja auch Bäume und wenn ich die fällen würde, würden die alle wieder ploppen. Deswegen, nur als kleine Randnotiz. So, und jetzt gehen wir ins MP, weil der junge Mann vom Transporternehmen ist da. Also, starten wir rein. Guten Tag, Herr Keller. Guten Tag. Alles gut bei Ihnen? Ja, selber. Die Halle haben Sie schon so gut wie es geht eingeladen, ne? Die kriegt ja der Herr Rosenberg, glaube ich, ne? Ja, genau, das ist alles gut so weit. Okay, okay. Das heißt, wohin geht die? Ich weiß nicht, er sagte, er hätte hier ein Grundstück direkt unterm Sägewerk. Sonst rufen Sie ihn am besten mal an. Der weiß, glaube ich, besser. Weil er hat mir nur gesagt, er hätte ein Grundstück ganz in der Nähe gekauft und hätte direkt eine Sicht aufs Sägewerk. Oder würde ich den Rosenberg mal anrufen und fragen, wo er es hinhaben will. Was muss er selber entscheiden? Ja, okay. Alles klar, ich danke Ihnen. Danke. Tschüss. Ciao. So, gut. Dann machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Richtung, Händler, weil da war ja diese Kubota-Tage, der neue Fahrzeugtyp, der jetzt hier beim Händler wohl Einzug bekommen hat. Da wollen wir natürlich nicht Nein sagen, wo wir uns natürlich einfach anhören. Und ja, wie gesagt, also es ist viel passiert, wie gesagt, alles, was wir jetzt hatten, wurde verkauft. Wir haben den Konto schon noch ein bisschen geändert. Wir haben auch jetzt vom Händler noch einen neuen Mulcher uns ausgeliehen, auch für Bodenproben, weil die Bodenproben sind wohl aufgrund, ja, des Wetters oder des starken Regens, sagen wir mal, sind die verschwunden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch Bodenproben nehmen. Unsere Felder, eins hatte ich schon fertig gemulcht, eins muss ich noch mulchen. Ich glaube, die 101 war, dass ich noch mulchen muss. Das mache ich mal alles in Ruhe fertig. Und dann ist es halt so, wenn das fertig ist, dann müssen wir natürlich Gedanken machen, was wir dann demnächst auf den Feldern drauf machen. Ihr könnt es natürlich in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, bis zur nächsten Aufnahme kann ich sie lesen. Ich kann es noch nicht versprechen, dann würde ich es natürlich auch versuchen zu beachten. Aber sonst, wie gesagt, ne, wenn euch Modbox antwortet, bin ich das. Ja, also mein Plan ist es halt, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt, gucken, hören uns das Ganze zum Thema Kubota an und dann werde ich mich an die Feldarbeit machen, dass wir die Felder jetzt im Januar alle soweit fertig kriegen, dass wenn wir ansehen können, dass wir dann auch ansehen, ne, dass wir halt zeitnah unsere Früchte dann auch ernten können und unsere Erträge auch verkaufen können. So ist halt der Plan. Gut. Ja, Fazit der Kubota höre ich mir mal an. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht leistungsschwächer werden. Wir müssen, wenn wir leistungsstärker werden. Das hatten wir ja schon mal so besprochen. Und da schauen wir mal. Und dann gehen wir erstmal jetzt gleich zum, fahren wir erstmal zum Händler hin, hören uns ganz an. Vielleicht ist was Interessantes dabei. Man weiß ja nicht so genau, ne? Es ist ja gar nicht so unwegsam. Vor allem, es geht um den Preis Leistung. Eine Düngetechnik brauchen wir noch, Grastechnik bräuchten wir noch. Das wäre nicht so verkehrt. Vielleicht kann man ja da irgendwas machen, irgendwas raushauen. Da gibt es auch coole Angebote diesbezüglich. Da schauen wir mal. So. Oh, die haben so richtig groß aufgefahren. Warten wir jetzt hier einfach mal. Und gehen mal hin, oder? So. Schauen wir mal. Also alles reingekauft. Ja, richtig. Genau, die haben jetzt erst vor kurzem haben die ziemlich viel investiert halt. Ja, ja. Okay. Die sind eigentlich auf dem Weltmarkt der drittgrößte neben Fendt und John Deere. Okay. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ah, gut. Tag, Herr Rotwil, guten Tag. Oh, Herr von Breitstein. Ja. Schön, Sie mal wieder zu sehen. Ja, ebenso, ebenso. Wie geht's Ihrem Weinhof? Also ich muss sagen, der Bau war echt fleißig. Ich habe jetzt schon eine Schotterplane. Also es geht bald los mit den ersten Gebäuden, hoffe ich. Sehr schön, sehr schön. Was machen die Weinstöcke? Die sind noch nicht gesetzt, die Zeit ist noch nicht da. Ab März können wir so früh erst also frühestens setzen. Ah, okay, okay, okay. Sehr schön, sehr schön. Läuft, läuft. Freut Aber jetzt bin ich hier, ich wollte mich ganz gerne mal mir die ganze Kubota-Geschichte anhören. Ja, informieren Sie sich. Genau. Der Eduard ist schon fleißig dabei und sehr interessiert. Ich schließe mich einfach mal an, ne? Ja, wenn Sie möchten, können Sie gerne mitkommen. Ja, da schließe ich mich auch an. Ja, komm, auch mit. Komm gut. Eduard, ich habe jetzt gerade gehört, ja, dass das aus Japan alles kommt. Da haben die auch irgendwas viel mit Reisernte und so zu tun? Ja, es gibt natürlich auch extra spezielle Fahrzeuge für die Reisernte. Die haben wir natürlich hier nicht im Angebot, weil wir ja keinen Reis anbauen bei uns. Ja, nee.
War nur mal Interesse halber. Ja, das gibt's auch. Die haben da auch spezielle Sachen für, auf jeden Fall. Und die machen auch nicht nur Traktoren zum Beispiel, sondern auch, ich sag mal, Mini-Bagger und so Sachen. Und alles halt so in dem mittleren Bereich. Man sieht ja hier zum Beispiel... Aber keine schlechten Videospiele, oder? Nein, eher gute. Okay. So. Und ja, wie gesagt, die haben halt alles, was so mittelgroße Maschinen und kleine Maschinen sind, in dem Bereich stecken die hauptsächlich ab. Okay. Deswegen also... Spezialgebiet haben die jetzt nicht, ne? Dass man jetzt sagt, dass sie jetzt, was ich so wie Klaas im Bereich Mähdrescher halt nahezu federführend sind. Naja, eigentlich nicht. Ne, nee, also okay. Eigentlich nicht. Die haben halt, wie gesagt, Traktoren, den einen oder anderen Drescher. Hier die kleinen Bobcats gibt es halt von denen auch. Und halt verschiedene kleinere Baumaschinen für einen, sag ich mal, einen Haus- und Hofbetrieb schon fast, ne? Also. So 2-Tonnen-Bagger oder sowas. Die Dinger, die sind alle von Kubota. Ja cool, wenn deine Brötchen zu lange im Schrank, das kannst du mit schon alten, ne? Genau. Diese jetzt baugleich zu unseren Bobcats hier, die wir hier im Ort schon kennen. Ne? Also die sind ziemlich ähnlich. Ist das eine Säge da vorne dran? Das ist eine Stubenfräse, ja. Eine Fräse. Für die Baumstümpfe wegzufräsen. Ah, okay, verstehe. Richtig. Die gibt es halt dann mit Ketten oder hier mit Reifen drauf. Gut, Bobcat brauche ich ja nicht zu erzählen, die kennt ihr ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. So, der Klassiker. Dann gibt natürlich auch Teleskoplader von Kubota, kleinere. Radlader meinst du, ne? Ja, Radlader. Genau. Dann haben wir hier zum Beispiel Wender, ne? Ist der auch von Kubota? Ja, okay. Ja, ja. Wender? Wusste ich gar nicht. Also Eduard, wenn du das nicht weißt... Ja, der Jupp hatte da die Bestellung aufgegeben von den Sachen. Ja, wenn du hinten guckst, hier ganz groß Kubota drauf. Echt jetzt? Ja, ja. Ah ja, oh, alles klar. Ja, blind. Hier noch einen großen Schwader. Der hat über 12 Meter Arbeitsbreite zum Beispiel. Ui, ui, 12? Ja, über 12 Meter. 12,50 Meter Arbeitsbreite hat der. Da geht halt schon richtig weit vorwärts, ne? Könnte man mal gucken, wie er auf und zu klappt? Das ist gerade schwierig, aber können wir nachher gerne mal machen, ja. Dann nehmen wir uns einen Traktor und dann probieren wir das aus. Ja. Das können wir gerne machen. Dann hier natürlich auch ein Mähwerk gibt es, ein Seitenmähwerk, ein gezogenes. Das ist ein Doldgespann hier. Ja. Ohne Scheiße, habe ich jetzt aber auch. Was ist das denn für ein schwarzes Ungetüm? Das ist der 19900, der 9000er. Warrior, was ist denn ein Warrior? Ein Kämpfer. Warrior, der Krieger, genau. Der kämpft auf dem Feld. Ja, bei den Bergen, den braucht man das aber auch. Ja. Kurt, das wäre der gewesen, wo wir drüber geredet hatten, gestern Abend, weißt du? Ach so, ach, das wäre der. Das wäre jetzt zum Beispiel dieser gewesen, weil den haben wir halt gerade als Vorführer zur Verfügung gestellt bekommen. Fährt der mit Biodiesel? Das wollte ich gerade fragen. Nein. Nee, kein. Mit was fährt der denn? Der hier fährt mit normalem Diesel jetzt. Achso. Ja. Kann man den umbauen? Lässt sich bestimmt machen, ja. Ah, nee. Der ist kann man auf viel Gas zu groß. Umrüsten oder Diesel. Ist der Pferdevorspann. Ja, der ist viel zu groß für meinen Hof. Also. Pferde bringen ja, auch nicht mit. Von daher, du hast gesagt, dass ja, du wolltest deinen kleinen Deutz mitbringen und in der Größenkategorie wäre dann eher hier der M6 ungefähr. Ja. Der M631. Zum Beispiel, so wie ihn jetzt hier steht, der hat etwa 130 PS. Hm? Und das ist der, wo wir sagten, den gibt es von 100 PS bis 140, je nach dem Motorisierung. Ich, ne? Ich erinnere mich, ja. Eduard, ja, weißt du, welche Abgasnormen die erfüllen? Die haben Euro 6 Abgasnormen auf jeden Fall. Ah, schön. Ja, ja. Die haben auch die Rußpartikelfilter entsprechend alle drin. Der Kornleiten, ganz wichtig für Sie. Ja. Eben. Und die Grastechnik, was kostet die hier? Und die sieht ja faszinierend aus. Die sieht schon richtig gut aus, ne? Da müsste ich im Katalog genau nachgucken, was sie jetzt im Einzelnen kostet. Okay, ja, die machen wir später. Falls sie Interesse haben. Wenn die mal gebraucht da ist für einen schmalen Euro, dann fragen sie mir mal. Ja. Wobei das schon sehr breit ist, ne? Ob das ja, ich vielleicht... hoffe, der Traktor muss sie auch schaffen. Ja. Mein und ob das mit den Schmetterlingen für ihr Grundstück wirklich rentabel ist. Ah, ich habe zwei neue Nachbarn, die sind... Da kann ich bestimmt das eine oder andere noch fahren mit.
Ah, okay. Macht es auf ihren Hügeln nicht eher Sinn, irgendwas Kleineres zu nehmen, wegen Wendiger oder so? Ja. Ja, das ist viel zu groß für mich. Auch wirtschaftlich nicht stemmbar. Da könnten wir natürlich auch mal schauen gehen, Herr Rotwild. Da hätte ich nämlich auch noch was Interessantes für Sie. Ja, wir hören uns erstmal jetzt Kubota an, weil dafür sind wir hier. Das ist Kubota. Achso, okay. Da kommen wir vielleicht zu. Hier hätten wir zum Beispiel jetzt immer noch den M6, genau wie hier vorne, aber mit der größten Maschine. Und mit Frontladeranbau, mit Zwillingsbereifung, das kann man so konfigurieren zum Beispiel. Der hat jetzt auch die Silowalze dran. Oh, was ist das Weiße da oben an der Auspuff da dran? Das sind diese Isaria-Sensoren. Die messen im Prinzip den Chlorophyllgehalt in der Pflanze und anhand dessen kann man entsprechend die Düngemenge einstellen. Ah, und ist das Ihr Ernst? Hallo, ja. Messen das? Die messen den Gehalt und dann wird, wenn man jetzt einen Düngestreuer zum Beispiel anhängt, der wird dann entsprechend nur diese Menge ausgeben, die wirklich benötigt wird von der Pflanze an der Stelle. Was kostet ein System? Kann man das nachrüsten an jedem Traktor? Das kann man an den meisten nachrüsten. Die liegen, glaube ich, bei 15.000 bis 17.000 so rum. Es rechnet sich aber, ne? Wenn ich überlege, dass du nicht mehr willkürlich streut, sondern wirklich nur gezielt. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig günstig. Also, ja. Ne, das hat man ja eigentlich schnell wieder rein. Ich wollte gerade sagen, wenn du 10 Felder düngst und sparst dir 2000 Liter, hast du was für inne. Eben. Dann haben wir hier zum Beispiel auch immer wieder. Ne? Eduard, eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Warum ist hier Fremdwerbung? Das ist quasi keine Fremdwerbung. Das ist nämlich unser Partnermaschinenhandel aus dem Nachbarort. Genau. Der hat selber so eine Kollektion an Schaufeln quasi rausgebracht. Ja. Und mit denen vertreiben wir das halt zusammen. Okay, also regionales Produkt. Genau. Okay, sehr schön. Das ist der Maschinenhandel, wo wir zum Beispiel auch kurzfristig unsere Fahrzeuge herbekommen. Wenn mal irgendwo wirklich Not am Mann ist, sind natürlich ein bisschen größer da hinten. Ja, und ein bisschen mehr da als Mietfahrzeuge und sowas. Und da kriegen wir unsere Fahrzeuge. Ah, sehr schön, freut mich. Genau. Wir sind auch relativ zügig in der Lieferung immer, das ist sehr klasse. Weil ja, die halt nebenan quasi sind, ja. Naja. So, dann gehen wir mal weiter zur Spritze, was den Herrn Kolmleit vielleicht nicht unbedingt interessiert. Aber das ist eine Herbizidspritze und die hat Kamerasensoren dran. Aber auch ziemlich groß, oder? Ey. Ja. Und das heißt, die fährt übers Feld und fotografiert, sage ich mal, die Pflanzen ab und nur da, wo ein Unkraut steht, da wird gespritzt. Also sonst cool, nicht. Wenn ich die kaufe und die ausklappe, kann ich dann dein Haus mit fotografieren, du. Wollte ich gerade sagen, ja. Man muss natürlich noch dazu sagen, die hat natürlich auch eine Niveauregulierung. Sprich, wenn sie irgendwo auf einer Seite ein bisschen höher kommt, dann fährt die dann automatisch quasi im Winkel ein. Das klang jetzt gerade falsch mit Niveau. Ich musste jetzt gerade lachen wegen dem Datenschutz. Also. Wir hätten doch Bilder gemacht. Nicht, dass irgendein Server in Asien unsere und so. Meinst du noch keine eigene Instagram-Seite, die Jungs? Die Kameras sind momentan nicht aktiv. Also komm, keine Sorge. Lachen Sie so. Ich stelle mir das gerade so vor, wie wir auf einmal vor Gericht sitzen wegen Blumen, die fotografieren. Unkraut. Ach du grüne Neune, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist wichtig. Ja, dann. Wollen Sie nicht über den Tisch ziehen lassen? Vielleicht hat die Blume gerade was Privates gemacht und ihr fotografiert die einfach. Ja, wenn so die Biene vorbeikommt. Was ist denn, wenn die bestäubt wurde? Blümchen und Bienchen. Oh, Grünchen. Hier wäre dann auch noch ein Traubenernter. Da sehe ich mich. Ja, ne? Nimm mal Platz, ne? Gerne. Darf ich mal starten? Starten ja, aber vielleicht nicht unbedingt rumfahren. Nee. Obwohl, hängt nichts dran, ja, dann geht es. Faszinierend. Der fährt seine Arbeitshöhe auch noch hoch und runter, wenn er angeschaltet wird. Air entsprechend. Genau. Hat er auch Spinner? Und NOS. Ja, ja. Habe ich noch einen Film gesehen. Vielleicht noch ein bisschen Unterbodenbeleuchtung? Oh ja, das wäre gut, ne? Und Bodykit drauf. Moment, müsstest du tatsächlich haben, die Unterbodenbeleuchtung. So große Neonlampe. Hier ist so eine Lampe drin. Ja, hier drin ist auf jeden Fall eine Beleuchtung, ja. Ja, deswegen. Weil man muss ja schließlich auch die Reben sehen können, ne? Richtig. Ja, ja, klar. Im Cockpit ist ja auch ein Monitor drin. Werden ja auch Bilder gemacht, oder weswegen? Ja, genau. Das ist immer Livecam.
Also auch noch. Ja, genau, das ist Livecam. Mit Livestream, ja. Da wird nur richtig geschlagen. Dann hätten wir hier noch von Kubota einen Schmalspurtraktor für den Weinberg. Hm. Ja. Vielleicht interessant, Herr Rotwild. Was hat er hier hinten dran? Das ist ein... ein Blattschneider. Genau, ein Blattschneider für die Blätter abzuschneiden, nachdem die Pflanzen ausgewachsen und ausgeblüht sind. Oha. Dann muss man die nachbehandeln. Sie, ja. Ja, aber der geht vorne dran. Der ist jetzt nur zu Vorführzwecken hier hinten dran, damit wir auch das Gewicht hier vorne noch zeigen können. Ah, okay. Deswegen also. So, ich sehe da auf das Nummernschild OF. Ist das OnlyFans oder was? Nee, Offenbach. Was ist OnlyFans? Von den Blumen. Das frage ich mich auch gerade. Wenn die Blumen sich entblättern, dann musst du Geld für bezahlen, um das gucken zu dürfen. Sind da noch Männchen und Blümchen? Ja, das gibt's auch. Okay. Ich verstehe. Dann haben wir hier nochmal die... Das ist nur noch so ein Stängelregen. Jetzt benehmt euch mal jetzt hier. Wir reden über Pflanzen und Unkraut und nicht über... Gut, reißt euch mal zusammen. Klasse. Die Eindeutigkeit ist nicht von Hand zu weisen. Definitiv. Ah, schön. Wie liegt Kubota so kostentechnisch im Vergleich jetzt zu, ich sag mal, handelsüblichen Anbaugeräten? Ich sag mal so, in der PS und Arbeitsleistung sind die eigentlich verhältnismäßig günstig zu anderen. Und jetzt die Anbaugeräte hier, so ganz schön die Spritze hinten? Ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Also es ist okay. Ja. Ja, und die Qualität, leidet die darunter durch den günstigen Preis? Nein, die leidet nicht. Weil die Fahrzeuge sind halt weniger hochwertig, sage ich mal, einfach ausgestattet innen drin. Im Verhältnis zu verschiedenen anderen Fahrzeugen. Aber technisch sind die halt auf dem gleichen Stand. Ah, okay. So, man hat dann andere Plastikarten verwendet und keine Lederbezüge am Lenkrad und kein Nerzleder auf dem Sitz oder sowas. Ne? Kein Alcantara. Ja, genau, kein Alcantara. Dann brauche ich da nicht rein, da kriege ich gleich Ausschlag. Ja. Deswegen also, auf meiner Haut. Die sind eigentlich, sag ich mal, auf die Funktionalität reduziert, mehr oder weniger. Ah, ja, okay, was merkt man denn da? Und dadurch sind die natürlich wesentlich günstiger wie andere. Ja, klar, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert, also auf Technik, dann klar. Ja. Ja. Die sind auch nicht elektronisch so aufgeprätzelt, sage ich jetzt mal, wie die anderen Fahrzeuge. Der Bergmann, geht's Ihnen gut? Paul, können wir dir helfen? Ja, ich warte nur. Macht mal da hinten, ich warte. Der Kreislauf. Also kein Zigarettenanzünder drin, meinst du? Ja, so Sachen zum Beispiel, genau. Die Kühlbox musst du selber mit reinnehmen, die ist nicht drin vorhanden. Zum Beispiel. Verstehe. So Sachen halt. Ich meine, ich sag mal so, was haben wir jetzt hier? Ein M7 142, das ist ein Mittelklasse-Traktor. Herr Rotwild, machen Sie sich kaputt. Nein, ich stehe auf dem Reifen, ich wollte mal gucken, wie die Aussicht ist. Der liegt bei... In der kompletten Standardausführung würde der ungefähr bei 118.000 liegen und hat dann 128 PS. Der 132er und der 172er mit der Top-Motorisierung, der liegt bei 143.000, 145.000 etwa. So, und da gibt es natürlich noch Reifenkombinationen und Gewichte, Radgewichte oder sowas, ne? Und wie viel ist der dann günstiger als, ich sag mal, was fährt hier sonst so rum, Fendt und so? Da müsste ich erstmal gerade im Katalog nochmal blättern. Weil man sich aufs Wesentliche konzentriert. Ja. Verstehe. Gibt's sie nur in Orange? Die gibt's nur hauptsächlich in der Farbe, ja, weil das ist die Firmenfarbe. Naja. Gleichzeitig Werbung. Gar nicht doof. Oh, jetzt muss ich aber mal suchen. Wer hat denn 100... Ja, liebe Leute, ihr habt es ja mitbekommen, wir hatten leider einen kleinen Disconnect vom Server. Macht uns heute aktuell ein bisschen Ärger. Trotzdem möchte ich mich bei euch danken fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diese ganze Kubota-Vorstellung vom Händler. Danke an die Jungs vom Händler auf jeden Fall. Ist eine interessante Geschichte. Ich hoffe, uns wird es
Das eine oder andere Gerät fand ich sehr interessant, aber Traktoren interessieren mich jetzt nicht so. Ich dachte eher an die Düngetechnik, schauen wir mal. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Bitte, also wenn ihr Lust habt, kommentiert, so gut es geht, was euch gefällt, was nicht gefällt. Ne? Ihr wisst, wenn Modbox euch antwortet, bin ich das. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Side-Stories mehr zu verpassen. Und vor allem geht auch bei den anderen Jungs gucken, bei Bergmann, bei Fidelio, bei Keule und wie sie alle heißen, die auch Side-Stories aufnehmen. Lasst immer ein Däumchen da und einen Kommentar, da würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Das ist so ein bisschen ein Teamprojekt. Und wir sind verabschiedet von euch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christian von True Farming 2 Side-Story-Kanal. Ciao!